Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute habe ich was zum Valentinstag gezaubert, eine Valentinstag Herztorte für meinen Schatz. Und das habe ich auch aufgenommen und ich werde euch zeigen, wie ich habe es zubereitet habe. Es ist wirklich keine komplizierte Torte mit großer Aufwand, wirklich nicht. Und jetzt schaut ihr bitte an, wie ich es gebacken habe. Allererst fangen wir jetzt an, mit dem Teig zu bereiten. Ich habe jetzt schon hier weiche Butter reingelegt und werde es richtig erstmal aufschlagen. Wenn das Butter schon so leicht so wie weiß ist, werden wir jetzt Zucker dazu geben. Nach dem Zucker werden wir jede einzelne Ei auch dazu geben. Mit so einem Silikonschaber von der Wand immer so ein bisschen abstreichen, das was das Butter da klebt. So, das nächste kommt, die Hälfte von den Kefir. In diesem Teig habe ich wirklich nur mit Kefir probiert. Ich weiß es nicht, wie wird es sich dann verhalten, wie wird das Teig dann aussehen nach Ausbacken, mit zum Beispiel Buttermilch oder Joghurt, obwohl es jetzt alles saure Sachen, aber ich weiß zum Beispiel, mein Teig auf Kefirbasis habe ich mal probiert mit dem Buttermilch. Es war nicht das, was mit Kefir ist. Und deswegen möchte ich euch sagen, für dieses Rezept müsst ihr dann euch ein Kefir besorgen. Nehmt ihr nur die Hälfte jetzt rein und die Hälfte brauche ich für das rote Farbe einzurühren. Erstmal kurz rühre ich den Teig um. So, und dann geben wir die rote Farbe, Lebensmittelfarbe, wer welche hat, weiß ich nicht. Ich nehme die aus der Tube und dann muss ich sehen, wie viel ich brauche. Ich möchte gerne, dass mein Teig wird richtig rot. Deswegen werde ich jetzt im Kefir das anrühren, das zu sehen, wie rot ist das. So, die rote Farbe habe ich angemischt. Eigentlich, ich habe mir gewünscht, mehr so eine Feuerwehr-rote Farbe haben. Wie zum Beispiel hier auf den Tuben steht eigentlich richtig schön rot. Und hier steht auch eigentlich rot. Es kommt mir vor, aber das ist mehr Weinrot geworden als Feuerwehrrot. Naja, jetzt muss ich das nehmen, was ich jetzt habe. Schade, weil Feuerrot wäre jetzt viel schöner. So, das Ganze werden wir jetzt in unseren Teig geben. Das Kefir nicht so toller Spritz, auf den ganz langsamen Stufe das anmischen. Das nächste kommt dann Vanille. Oder Vanillezucker. Ich nehme diese Vanillepaste, ein bisschen nach Geschmack, so halber Esslöffel. Dann Prise Salz nicht vergessen. Dann kommen die dann trockene Zutaten. Ein Teelöffel Backpulver, kann man schon in Kakao reinmischen. Ein bisschen Mehl rein. Kakao nicht zu viel nehmen, sonst wird dann Teig braun. Ich habe jetzt gerade nur 2 Esslöffel, so ungefähr 10 Gramm genommen. Ich hoffe schon so, dass es wird mir dann nicht zu dunkel, weil es ist keine feuerwehrrote Farbe geworden. Geben wir dazu. Und beim Umrühren werden wir jetzt Mehl dazu geben. Erstmal auf die langsame Stufe, dass es nicht zu toller spritzt. Und dann können wir auf die höchste Stufe stellen, dass es gut verrührt wird, unser Teig. Wenn wir jetzt auf die schnellere Stufe machen, dann wird es überall unser Mehl und Kakao hier rumstauben, deswegen lieber erstmal auf die langsame Stufe einrühren. Immer von der Wand hier weg den trockenen Zutaten abstreichen, dass es alles gut verrührt wird. Habe ich jetzt auf die mittlere Stufe gestellt und es ist eigentlich ausreichend. Den Backofen außerdem habe ich schon angemacht auf 180 zum Vorheizen. So, unser Teig ist fertig. So eine Konsistenz zwischen flüssig und dickflüssig.
So, jetzt müssen wir unseren Teig auf zwei Teile aufteilen und zwei Boden backen. Dann kommt das die Entscheidung, wie wollt ihr gerne, kleiner und höher. Dann kann man so eine Form nehmen, ein bisschen kleiner. Ich möchte heute probieren mit dieser großen, weil mit die habe ich noch nicht probiert. Das wird wahrscheinlich ziemlich dann dünnerer Boden und dann wird es etwas flacherer. Torte, aber es ist ja auch egal. Muss mal probieren. So, jetzt nehme ich noch die Hälfte von dem Teig und gebe in meine Form. Die Form habe ich ein bisschen mit dem Butter eingefettet. Schade, dass die Farbe nicht so rot ist, wie ich mir gewünscht habe. So, wenn ihr zwei gleiche Form habt, dann könnt ihr gleich zwei backen. Ich habe leider nur eine so eine Größe, muss ich dann zweimal backen. Jetzt stellen wir es in den Backofen bei 180 Grad, ungefähr so 25-30 Minuten. Muss man mal schauen und mit den einfach Zahnstocher probieren. Wenn Zahnstocher ist trocken, dann ist er fertig. Geht es in den Backofen auf die mittlere Stufe. Die erste Boden habe ich fertig, liegt hier auf dem Gitter und kühlt ab und ist jetzt schon zweite im Backofen und in dieser Zeit können wir schon Creme zubereiten. Wir können dann einfach in die Kühlschrank stellen, bis das wir es brauchen, bis das unsere Boden vollständig abkühlen. Dafür nehme ich ein Päckchen von Mascarpone, so geben wir gleich in die Mixer rein, und ein Päckchen Philadelphia Frischkäse. Ganz normale, so original, ohne irgendwelche Zusätze. Und werden wir es richtig gut aufschlagen. Erstmal ohne nichts. Ihr merkt dann, wenn das alles zusammen wird gemixt, wird die Masse heller und ziemlich so feste, geschmeidige Masse. So, jetzt geben wir Puderzucker dazu. Und Puderzucker habe ich schon durchgesiebt. Immer wieder den trockenen Puderzucker einfach abstreichen. Das nächste kommt Vanilleextrakt. Oh, mein Boden ist fertig. So ungefähr nach Geschmack. Ich habe so ungefähr einen Teelöffel reingekommen. Aber erstmal hole ich erstmal schnell meinen Boden raus. So, geht dann weiter. Haben wir jetzt Vanilleextrakt reingemacht. Und wir brauchen Schlagsahne, aber sehr gut kalt gekühlt. Ich habe jetzt diese zwei Becher für 20 Minuten in den Gefrierschrank reingestellt, dass die richtig kalt werden. Und werden wir jetzt so ganz langsam reingießen und reinschlagen. Dafür brauche ich nur 1,5 Becher, so ungefähr 300 Milliliter. Immer mit dem Silikonspatel abstreichen, dass ihr richtig schön, gleichmäßig eine geschmeidige Creme kriegt. Und jetzt ist eigentlich fertig. Und ich möchte euch zeigen, wie cremig ist das. Und wenn ihr das jetzt probiert, einfach so die Creme, er schmeckt so lecker und hat jetzt diesen Geschmack durch das Vanilleextrakt und weil wir nehmen noch hier Puderzucker und nicht Zucker, das ist nicht dieser Kristallzucker. Es schmeckt fast nach russischem Plombiereis. Richtig lecker. Und mit dieser Creme werden wir unseren Boden bestreichen, wenn er soweit ist. Erstmal stelle ich es in den Kühlschrank, dass es schön kühl bleibt. Diese Creme kann man auch für die anderen Torten benutzen. Wirklich ziemlich einfache Variante, aber schmeckt wunderbar. So, jetzt ist die Zeit gekommen, unsere Torte zusammen machen. Habe ich jetzt einen Boden schon draufgelegt und werde es ein bisschen mit dem so einem Läuterzucker oder wie sagt man, so einem Zuckersirup. Ich habe jetzt hier 100 Milliliter Wasser mit 50 Gramm Zucker aufgekocht und abgekühlt, ist kalt. Ich habe schon abends es mir vorbereitet und damit werde ich meinen Boden jetzt trinken. Einfach mit dem Pinsel bestreichen und anziehen lassen. Wenn ihr natürlich keine Kinder am Tisch habt, kann man in so einen Läuterzucker auch 1-2 Esslöffel Cognac oder Rum reinmachen, nach Geschmack. Ich habe jetzt nur ganz einfache Zuckersirup. Das restliche kann man einfach in die Gläschen oder in die Fläschchen reinmachen
und einfach im Kühlschrank aufbewahren. Kann man für die Cocktails benutzen oder beim Backen. Lasse ich es mal kurz einziehen. So, jetzt können wir weiter arbeiten und unsere Creme verteilen. Ein bisschen so gleichmäßige Schicht auftragen. Und dann legen wir die zweite Boden. Und werden komplett unsere Torte von allen Seiten mit der Creme bestreichen. Ich habe jetzt fertig bestrichen mit meiner ganzen Creme und habe mir ganz bisschen noch mit den roten, mehr pink als rot Farbe, bisschen enttäuscht. Das ist nicht das richtige Farbe, was ich mir gewünscht habe. Aber es kann man nicht wissen. Ich habe jetzt Marzipan mit ein bisschen Puderzucker und die rote, pink Farbe dazu gegeben und habe mir einfach mit den Ausstecher Herzchen drauf rausgestochen und werde damit dann dekorieren. Dass es nicht so trostlos ist, werde ich ein bisschen mit so einem Spachtel da abkratzen, so ein Muster machen, einfach so wählig. Eine kleine, leichte Welle reinbringen. Und mit dieser rosa Farbe werde nur einfach am Rand die Tüpfchen reinsetzen. Das sieht schon ganz anders. Und dann werde ich mir überlegen, wie ich meine Herzchen hier lege. Vielleicht zwei nebeneinander und den Rest einfach aufteilen. Einfach beliebig, wie es kommt. Es ist auch Valentinstag und es bedeutet Liebe. Fertig ist die Torte. Jetzt lasse ich ihn in den Kühlschrank stehen, dass es sich abkühlt und dann schneiden wir das auf. So, jetzt werden wir unsere Torte anschneiden. Ich hatte noch ein bisschen auf die Herzen, ein bisschen so Goldpuder drauf gemacht. Es glänzt schön. Ich weiß nicht, ob es in die Kamera so schön zu sehen, aber sonst optisch sieht es gar nicht so schlecht. So, jetzt schneiden wir es auf. Mal sehen, wo fangen wir an. Stimmt, hier unten. Das Messer geht schön weich rein und so sieht dann aus. Mache erstmal auf den Teller. Der Boden ist natürlich nicht so ganz fluffig wie bei normalen Biskuitboden, aber das ist auch mit Kefir gebacken. Aber trotzdem, er ist richtig schön weich und schmeckt relativ wirklich für so einen einfachen Kuchen richtig lecker. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, Nachbacken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag mit eurer Liebsten.